Guten Morgen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserer heutigen Live-Demo zum Thema Lebensmittel flüssig. Mein Name ist Andreas Grandl und ich bin im Vertriebsaußendienst verantwortlich für die Lebensmittel- und Pharmabranche in Deutschland. Ja, ich bin Joachim Schmalz und im technischen Vertrieb zuständig für die Lebensmittel- und Pharmabranche. Heute haben wir das Thema Lebensmittel flüssig und ist sehr weitläufig, da befassen wir uns damit. Ja, wie es der Joachim gerade gesagt hat, Lebensmittel flüssig, ein sehr weitläufiges Thema, reicht für uns von Getränken aller Art bis hin zu hochpastösen Medien, denken Sie nur an Ketchup oder Senf, die entsprechend anspruchsvoll verarbeitet werden müssen. Sie haben alle in Ihren Anlagen anspruchsvolle Messaufgaben zu bewältigen und wir wollen Ihnen heute zeigen, wie Sie im Bereich Füllstand, Grenzstand und Druckmesstechnik diese Aufgaben entsprechend lösen können. Wir starten mit dem Thema Füllstand. Genau. Joachim, Füllstandsmesstechnik, du sagst ein paar Worte dazu. Richtig, wir starten wirklich mit einer kleinen Animation. Man sieht es hier, das ist ein Lagertank, wo gereinigtes Wasser gelagert wird. Mit der Sprühkugel wird es ständig unter Bewegung halten und hier mal angedeutet, wie man messen kann. Das ist ein berührungsloser Radarsensor, der auf die Oberfläche misst und nebendran eine Überdrucksicherung mit dementsprechend einer keramischen oder metallischen Messzelle und hier noch separat in der Rohrleitung eine Überdrucksicherung. Wir starten jetzt aber mit dem Radarsensor. Und hier möchte man einfach mal zeigen, was so Einflussgrößen sein können, wo der Radargerät oder das Radargerät standhalten muss. Gehen ja, die Radarmesstechnik, ein berührungsloses Messverfahren. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, um Füllstände zu messen. In der Lebensmittelindustrie versucht man immer, möglichst berührungslos zu messen. Alles, was nicht mit ihrem Medium in Berührung kommt, ist gut. Und deswegen haben wir uns hier mal konzentriert in der Füllstandsmessung auf die Radarmesstechnik. Wir haben hier auch mal was für Sie vorbereitet. Ein kleines Modell mit einem Radarsensor, typischen Radarsensor mit einer PDFE-Antenne vorne dran. Der misst hier an die Decke. Sie sehen hier den Abstandswert zur Decke. Wenn ich das Gerät ein bisschen hochnehme, dann ändert sich auch der Messwert entsprechend. Gehen wir wieder runter. Und was wir hier zeigen wollen, dass diese Messung unabhängig von verschiedenen Einflussgrößen sicher ihren Messwert behalten kann. Verschiedene Einflussgrößen hier sind zum Beispiel Kondensatbildung an der Antenne. Joachim, das können wir hier jetzt mal simulieren. Jawohl, bis was kommt. So, machen wir kräftig Wasser drauf. So, Sie sehen hier extreme Kondensatbildung an der Antenne. Trotzdem bleibt der Messwert konstant. Auch hier können wir das nochmal demonstrieren, indem wir das Gerät ein bisschen anheben. Der Messwert ändert sich und kommt auch exakt wieder auf seinen Ausgangspunkt zurück. Kondensat an der Antenne hat keinen Einfluss auf die Messqualität. So, das war ja jetzt noch relativ einfach, Joachim. Es gibt natürlich auch Temperaturunterschiede in Ihren Behältern, bei Ihren Messungen. Und auch da sollte der Messwert konstant bleiben. Das können wir jetzt mal simulieren. Joachim, gib da mal ordentlich Temperatur drauf. Jawohl, machen wir mal 80 Grad eingestellt und fangen einfach mal an, das zu trocknen wieder. So, wir erhitzen die Antenne jetzt mal. Was Sie hier sehen, diese Antenne aus PDFE, temperaturbeständig bis 200 Grad, sodass die 80 Grad hier nichts ausmachen dürfen. Ja, danke schön, Joachim, das sollte reichen. Die Antenne ist entsprechend warm. Auch hier der Messwert wieder extrem konstant. Und auch hier läuft die Messung wieder entsprechend mit, wenn ich das Gerät bewege. Kondensat, Temperatur, Joachim, es geht noch schlimmer. Denken Sie an entsprechende Abfüllanlagen.
Hier mal dargestellt zur Ketchup- oder Joghurt- oder Senfabfüllung. Wir haben hier den Abfüllbehälter, der entsprechend dosiert wird. Und da oben wieder dieses Radargerät. Und natürlich kann in diesen Anwendungen auch das Medium bis nach oben spritzen und an der Antenne hängen bleiben. Und auch in diesem Fall sollte der Messwert dann entsprechend konstant bleiben. Das Gerät sollte sicher messen können. Und das probieren wir jetzt mal mit. Joachim, was hast du da? Schokocreme. Schokocreme, okay. Die sehr zähflüssig. Sehr zähflüssig. Verteilen wir ein wenig. Wir sagen keine Fabrikate. So. So. Extreme Anhaftungen an der Antenne. Ich glaube, man kann schön sehen hier. Und auch hier wieder ein konstanter Messwert, der sich auch hier wieder entsprechend dann ändert, wenn ich das Gerät bewege. Ja, das zum Thema Radar-Füllstandsmesstechnik am Modell. Joachim, was haben wir noch? Ja. Hier haben wir noch ein paar Handgeräte für Sie vorbereitet, damit Sie die Ausführungen nochmal entsprechend sehen. Ein typischer Lebensmittelprozessanschluss, den gibt es in verschiedenen Bauformen, ob Triclamp oder Varivent oder Milchrohrverschraubung, je nachdem, was Sie in Ihrer Anlage bevorzugen. Typischerweise mit diesem elektropolierten VA-Gehäuse. Hier ein Anzeigebedienmodul integriert, ja oder nein. Und wie gesagt, die Anschlüsse entsprechend nach Wahl, je nach Anforderung, was in Ihrer Anlage verbaut ist. Dieser Vegapuls 64, unser High-End-Gerät. Aber es gibt auch einfachere Anwendungen. Und auch für diese einfacheren Anwendungen gibt es entsprechend einfache Radargeräte, Joachim. Genau. Einfach, klein, kompakt, das sieht man hier. Wir haben ein Radargerät auch mit 80 GHz, mit einfachen Materialien aus Kunststoffen, somit bis plus 80 Grad Celsius einsetzbar, bis maximal 3 Bar Druck und in Schutzartausführung IP68 voll überflutbar, wenn sowas mal vorkommt. Oder dann auch mit einem Gehäuse. Mit großem Display vorne drauf, 3 Tastenbedienung und Klartextanzeige in der Unterstützung. Ein großer Vorteil bietet das Gerät, es ist über eine App zu programmieren. Man kann einfach mit dem Handy oder mit dem Tablet drauf aus 4-5 Meter Entfernung das Gerät ganz einfach einstellen. Das wäre dann die Bluetooth-Bedienung. So ist es, ja. Genau. Ja, das zum Thema einfach, klein, kompakt. Können wir noch mit diesem Hygieneadapter auch noch adaptieren. Richtig. Entsprechend. Sollte jetzt mal aseptisch sein müssen für Ihre Anschlüsse, welche auf den Behältern sind, dann einfach über einen Adapter kann man schön draufschrauben. So und ruckzuck ist es möglich, so ein Gerät einfach über eine aseptische Verbindung auf dem Behälter zu montieren. Ja, das war klein, kompakt, einfach und Radar. Und Füllstandsmessung. Genau. Füllstand, Grenzstand, Druck, haben wir gesagt, wollen wir heute besprechen. Wir gehen weiter zum Thema Druckmesstechnik. Druckmesstechnik in der Lebensmittelindustrie hat verschiedene Varianten. Es gibt viele hydrostatische Füllstandsmessungen, die über die Druckmesstechnik realisiert werden. Es gibt Differenzdruckmessungen, es gibt reine Prozessdruckmessungen, oft in Rohrleitungen. Und die Anforderungen gehen dann von abrasiven Stoffen, die die Messzelle entsprechend beanspruchen, oder auch hier wieder Temperatureinflüsse in ihren Anlagen oder entsprechend Druckschläge, die in Rohrleitungen vorkommen. Und wie die Geräte darauf einstellbar sind, auch das wollen wir Ihnen an verschiedenen Modellen demonstrieren. Joachim, hier haben wir mal eine Animation. Ja, schauen wir uns das wieder an. Eben, wie gesagt, wir sind in der Druckmesstechnik. Hier mal dargestellt eine Filtereinheit, wo überwacht wird auf Verschmutzung über einen elektronischen Differenzdrucksensor. Einfach ein oberer Sensor, ein unterer, die kommunizieren über eine Standardleitung miteinander und dann einfach die Verschmutzung messen. Daneben sehen wir noch ein
Behälter ein kleiner, wo dementsprechend Min und Max geregelt wird mit Grenzstand, aber da kommen wir später drauf. Schauen wir uns mal an, ein klassischer Differenzdrucksensor, wie er früher aufgebaut wurde. Das sieht man hier mit diesen Druckmittlern, mit Kapillarleitungen oder dann daneben, wie auf der Animation dargestellt, der elektronische Differenzdruck. Ja, klassisch war früher, deswegen wollte man das mal zeigen. Hier gibt es unterschiedliche Einflussgrößen. Unter anderem ist ein großes Thema, wenn sich in der Umgebung die Temperatur ändert, dann die Kapillarleitungen sind mit Öl gefüllt und die müssen sich natürlich dementsprechend auf die Temperatur einstellen. Andreas, zeigst gerade mal mit 40 Grad, was da passiert, wenn man Delta... Ich versuche die jetzt mal entsprechend zu erwärmen mit ca. 40 Grad. Und dann sollten wir sehen... Der Messwert läuft weg. Dass sich der Messwert entsprechend verändert. Nach kurzer Zeit, genau. Das ist einfach mal dargestellt. Sowas kann natürlich bei einem elektronischen Differenzdruck nicht passieren, weil eben diese Leitung diesen Temperatureinflüssen nicht ausgesetzt ist oder nicht darauf reagiert. Man kann sagen, klare Vorteile für elektronischen Differenzdruck. Man muss in Betracht ziehen, die Anschaffungskosten sind deutlich geringer bei so einem System wie jetzt mit dem klassischen Druckmittler. Man hat viel kürzere Montagezeiten, Inbetriebnahmezeiten sind deutlich kürzer durch einfache Menüstruktur. Somit punktet hier ganz klar der elektronische Differenzdruck mit Verbindungsleitung vor einem klassischen mit Druckmittler. Ja, eine Einflussgröße, Andreas. Das zweite, was wir angesprochen hatten, sind abrasive Medien, die in Ihrer Anlage verarbeitet werden. Denken Sie an entsprechende Behälterfüllstandsmessungen, in denen abrasive Medien mit einem Rührwerk dauernd in Bewegung gehalten werden. Entsprechend werden die Messzellen beansprucht und was man hier am besten einsetzt, um diesen Anforderungen gerecht zu werden, das wollen wir hier zeigen an diesem Modell. Sie sehen hier, Sebastian, wenn du oben mal reinfüllst, eine keramische Messzelle, die hier frontbündig eingebaut ist, mit einer entsprechenden Anzeige. Wenn ich hier drauf drücke, dann tut sich da auch was. Und der Anzeigewert kommt dann auch wieder gegen Null zurück. So, Joachim, jetzt können wir mal Abrasion simulieren mit verschiedenen Stärken. Du hast ein paar Sachen hier mitgebracht. Genau, fangen wir einfach an. Wir nehmen mal einen Schleifklotz, wie man kennt, und fahre einfach mal ein wenig stark und schleife über die Messzelle. Okay, Abrasion, der Messwert kommt wieder sauber zurück. Auch hier, wenn ich wieder drauf drücke, sieht man, dass sich hier was tut. Entsprechend. Und die Messzelle kommt ohne Drift wieder auf ihren Nullpunkt zurück. Es geht aber auch noch schlimmer. Ja, dahin. Genau. Bringen wir eine Stahlbürste ins Spiel. Fangen wir an. Drücke richtig. Messwert, Andreas. Auch hier. Konstant. Den Messwert kann ich ändern durch Druck auf die Membran. Die Membran ist aber ohne Beschädigung davon gekommen und der Messwert kommt wieder sauber zurück. So, jetzt gibt es ja noch extremere Anwendungen, wenn zum Beispiel solche Druckaufnehmer ausgebaut werden und es hat sich eine Kruste vorne gebildet durch ihr Medium, dann ist man geneigt hier mal versuchen, diese Messzelle wieder sauber zu kriegen und geht dann auch schon mal mit härteren Sachen, wie zum Beispiel dem Schraubenzieher drin. Genau. Extrem. Joachim, simuliert es mal. Wenn wir ein Kratzer drüber fahren. Mit dem Schraubenzieher und auch hier, was für eine metallische Messzelle natürlich sehr schädlich wäre. Auch hier sieht man diese Keramikmesszelle, die macht diese Extrembelastung mit und das Gerät funktioniert nach wie vor, wie es sollte. Ja. So. Jawohl. Danke, Sebastian. Das war das Thema Abrasion. Einen haben genau, wir noch. Einen wollen wir noch zeigen. Richtig. Druckschläge. Genau. Druckschläge in Rohrleitungen. Auch hier haben wir ein Modell entsprechend vorbereitet. Ganz einfach aufgebaut. Wir haben hier ein Vegabar 38 mit keramischer Messzelle. Großes Display, Statusanzeige und
ein Manometer, wo wir die Druckschläge dementsprechend zeigen können auf dem großen Anzeigetableau. Ja, und dann ist ein kleiner Schlauch da, ein Hammer und der Aufnehmer des Schlages. Ich kann das hier mal simulieren, wenn ich hier drauf drücke. Das Gerät ist jetzt auf einen Schaltpunkt eingestellt. Dann wird er auch durch Farbumschlag signalisieren, dass dieser Schaltpunkt erreicht ist. So, und jetzt so, probieren wir mal, einen Druckschlag zu simulieren. Genau. Genau, zielen. Jawohl, ich schaue. So, um Display sieht man jetzt 20 Bar Überdruck als Druckschlag in dieser Leitung. Der Sensor ist weiterhin auf schön 0%, hat diesen nicht wahrgenommen, auch nicht kaputt gegangen. Man muss noch sagen, hier ist ein Vega-Bar mit 0 bis 10 Bar Messzelle eingebaut. Diese keramische Messzelle hat eine sehr hohe Überlastfestigkeit und wir reden hier über 150 Bar Überlastfestigkeit. Somit, Andreas, willst du vielleicht mal schauen, ob du mehr wie 20 Bar hinkriegst? Ich probier's. Ja, okay, nicht wesentlich mehr, Andreas, aber... Du willst mehr. Ich will mehr, genau. Du willst mehr, dann denke ich, muss ich das passende Werkzeug dazu holen. Einen habe ich noch. So, aber dann Vorsicht. Probieren wir es mal mit dem. Ich bleib stehen, ich vertraue dir. So. Oh, das war besser. Besser? Jawohl. So, was haben wir? Jetzt sind wir bei 90 Bar. 90 Bar heißt, der Sensor hat den Druckschlag gesehen, zeigt weiterhin 0% an. Schauen wir nochmal, ob auch wirklich bei den maximalen Überdrücken noch funktioniert. Jawohl. Messwert geht schön mit. Statusanzeige funktioniert. Somit ganz klar die keramische Messzelle als Resümee optimal für Druckschläge in Rohrleitungen. Ja, war schön. Das waren die Modelle, wo wir das demonstrieren wollten. Auch hier haben wir noch ein paar Geräte, die wir Ihnen zeigen wollen. Was Sie hier sehen, ein Vega-Bar 82 und ein Vega-Bar 83. Auf den ersten Blick sehen die Geräte gleich aus. Dieser typische DRD-Flansch als Prozessanschluss, den Sie natürlich in jeder Hygieneausführung bekommen, je nachdem, was in Ihrer Anlage bevorzugt wird. Typischerweise dieses elektropolierte Edelstahlgehäuse dann auf beiden Sensoren drauf und hinten wieder dieses Anzeige- und Bedienmodul, um den Sensor bedienen zu können, über diese Viertastenbedienung oder auch entsprechend die Messwerte sauber ablesen zu können. Wo ist der Unterschied zwischen den zwei Geräten? Wenn wir die von unten betrachten, sieht man, dieser Vega-Bar 82 ist mit der Keramikmesszelle ausgestattet, dieser Vega-Bar 83 mit einer frontbündig verschweißten metallischen Messzelle. Beide Messzellen haben entsprechend ihre Vorteile und je nach Anforderungen, ob mit Druckschlägen, Abrasion oder hohen Messgenauigkeiten zu rechnen ist oder wie die Anforderungen sind, wird man sich für die keramische oder die metallische Messzelle entscheiden. Beides entsprechend lieferbar. Das sind wieder dieser Vega-Bar 82 und 83, die sogenannten High-End-Geräte für höchste Genauigkeiten, für höchste Anforderungen, die nicht immer so gebraucht werden. Wenn es einfacher geht, dann, Joachim, haben wir auch einfachere Sensoren. So ist. Jetzt kommen wieder die kleinen, kompakten Drucksensoren ins Spiel. Wir sehen hier auch wieder eine frontbündige metallische Messzelle, auf der anderen Seite die keramische Messzelle. Man kann schön damit spielen. Die Geräte sind in dieser Bauart ZIP- und ZIP-fähig, auch in dieser einfachen Auslegung. Wir haben hier in der Elektronikvariante IO-Link verfügbar, wir haben 4 bis 20 mA und natürlich auch Schaltausgänge, wo man dementsprechend was schalten kann. Vorteile sind mit Sicherheit wieder in dem Bereich der schnelle Inbetriebnahme, einfach über die App, wie wir vorher beim Radar schon gehört haben. Und das macht natürlich so ein Gerät wieder sehr, sehr interessant in Sachen Bedienung. Ja,
Das war's, kleine kompakte Sensoren. Das war unser Thema Druck. Füllstand, Druck. Einen haben wir noch. Joachim, über Grenzstandmessungen wollten wir noch reden. Richtig. Genau. Grenzstand, wie wir vorher schon angesprochen haben, hier im Behälter dargestellt als Min und Max. Es ist so, das ist ein neuer Sensor, den die Firma Vega entwickelt hat. Es ist ein kapazitiver Grenzschalter. Da werden wir jetzt sehen, der kapazitive Grenzschalter, was der für Vorteile bietet in ihrer Anwendung, und gehe da auch näher noch drauf ein. So, auch hier haben wir wieder ein Modell vorbereitet. Sie sehen hier ein Plexiglasrohr. Sie sehen hier drei verschiedene Sensoren, Grenzstandsensoren, die hier eingebaut sind. Eine Schwinggabel, ein kapazitiver, herkömmlicher kapazitiver Grenzschalter mit diesem typischen Nibbel da vorne raus und das neue Gerät, dieser Vega Point 24, frontbündig und abgleichfrei entsprechend einbaubar in Rohrleitungen, in kleinen Behältern. Denken Sie nur an molchfähige Rohrleitungen. Auch hier hat dieser Sensor entsprechend Vorteile, weil er einfach frontbündig drin sitzt und weder die Strömung noch die Molchfähigkeit entsprechend negativ beeinflusst. So, was wollen wir hier zeigen, Joachim? Wir haben hier mal Senf mitgebracht, also ein extrem schwierig zu messendes Medium, weil es zu starken Anhaftungen neigt. Und was die Sensoren mit diesem Medium machen, das wollen wir hier mal demonstrieren. Joachim, du füllst hier mal entsprechend was rein, vorsichtig. Ja, einer geht noch, ja, oder? Ja, eben, auf jeden Fall einer noch, ja. Vielleicht noch mal was, oder ja, rechtes? Ja, mach noch einer. So, das müsste jetzt gut sein. Jawohl. So, die Sensoren, Sie sehen es an diesen Leuchtringen, entsprechend am Farbumschlag, melden alle unbedeckt, was ja jetzt logisch ist. Und jetzt wird man die Sensoren mal mit Medium anfahren. Ja, Joachim, du fährst einmal hoch. Jawohl. So. So, wir tauchen also in das Medium ein. Entsprechend. Und die Sensoren melden auch, wie sie sollten, bedeckt. Und wenn wir jetzt wieder runterfahren. Dann wird der Sensor wieder entsprechend frei. Unbedeckt. So, das sind diese drei Sensoren, die wir Ihnen hier zeigen wollten. Auch hier haben wir noch ein paar Tischgeräte vorbereitet. Dieser typische, diese typische Schwinggabel, die Sie hier sehen. Ein Urgestein der Füllstandsmesstechnik, diese Vibrationsmesstechnik gibt schon lange. Relativ neu diese entsprechend konduktiv-kapazitiven Grenzschalter, wie sie der Joachim hier hat. Genau, das sind einfach unterschiedliche Bauformen jetzt mal dargestellt. Das mit der kleinen Spitze ist ein Gerät, das ist wirklich klassische Bauart und mit IO-Link verfügbar in M12-Steckerausführungen. Je nachdem, wie man es braucht, komplett aus Edelstahl, auch wieder ZIP-ZIP reinigungsfähig natürlich. Auf der anderen Seite das neu entwickelte Gerät, hier sieht man es, ich glaube, ist gut in der Kamera. Von dem her absolut frontbündiger Einbau, große Vorteile bietet das Gerät in der Richtung, dass es abgleichfrei ist. Man kann wirklich sagen, ich tue das einschrauben, anschließen und das Gerät funktioniert. Somit für den Betreiber eine einfache Sache und natürlich auch in unterschiedlichster Variante wieder verfügbar. Elektronik, IO-Link mit Transistor-Elektronik, je nachdem, wie man es für die Anwendung braucht. Ja, ich denke auch speziell die IO-Link-Anwendungen werden immer mehr und deswegen die Geräte generell IO-Link-fähig, wie es der Joachim gesagt hat. Und auch, Joachim, entsprechend adaptierbar. Sie sehen hier den typischen 1 Zoll Gewindeanschluss. Das Gerät gibt es natürlich auch mit den entsprechenden verschiedenen Hygieneanschlüssen direkt oder über ein Adaptersystem dann
auf Ihren Prozessanschluss adaptierbar, entsprechend mit verschiedenen Hygieneadaptern. Haben wir noch einen? Hier liegt noch einer. Oben Varivent oder was immer in Ihrer Anlage entsprechend verbaut wird. Einfach adaptierbar über dieses Adaptersystem. Ja, das war Füllstand, Druck, Grenzstand. Und Grenzstand. Jawohl. Wir sind soweit durch. Ja, was noch ergänzend zu sagen gibt, für all die Geräte, die ich jetzt hier gesehen habe, stehen natürlich alle Zulassungen verfügbar. Reden wir über Materialzeugnisse 3.1, weiter über die Lebensmittelbescheinigungen 3a, EHEDG und natürlich auch dementsprechende Ex-Zulassungen, wenn wir in die Betrachtung Staub-Ex gehen, Gas-Ex-Bereiche. Alles frei wählbar, wie Sie es benötigen, steht zur Verfügung. Ja, Joachim, das war's. Unsere 30 Minuten. Mehr gibt's nicht zu sagen. Uns hat's Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten viele Informationen rüberbringen, wie Sie Ihre Messaufgaben sicher und zuverlässig lösen können. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön fürs Zuschauen und bleiben Sie gesund. Bis dann.